Ziel von diesem Ausbildungsvideo sind, dass ihr den Ablauf vom Atemschutzeinsatz mit Pressluftatmer kennt, der die drei Phasen Bereitstellung, Einsatz und Rückzug kennt und wisst, welche Schritte in den einzelnen Phasen enthalten sind und wie die ausgeführt werden. Das Ausbildungsvideo ist auf die Anlernstufen ausgerichtet. Bedeutet, die einzelnen Schritte werden bewusst langsam ausgeführt. Die grössten Abweichungen im Vergleich zum Ernsteinsatz liegen bei der Phase Bereitstellung. Bereitstellung erfolgt bei einem Einsatz direkt im Fahrzeug auf der Anfahrt an Einsatzort. Der Einsatz von Pressluftatmern unterteilt sich in drei Phasen. Bereitstellung, Einsatz und Rückzug. Was die einzelnen Phasen enthalten und was dabei zu beachten ist, zeigen wir euch in den folgenden Sequenzen. Der Chargierte geht sich jetzt zum Einsatzleiter melden und bekommt von dem den Auftrag. Einsatzleiter, Gruppenführer. Auftrag, absuchen, retten in der Werkstatt Funkkanal 4. Verstanden, absuchen, retten in der Werkstatt Funkkanal 4. Richtig, ausführen. Nachdem ein Chargierter einen Auftrag für einen Atemschutzeinsatz bekommen hat, geht er zum Sammelplatz, stellt dort den Trupp zusammen, teilt dem Trupp den Auftrag mit und führt mit der Bereitstellung aus. Die Atemschutz-Truppgrösse richtet sich dabei immer nach dem Auftrag und liegt im Ermessen vom Chargierten oder wird dem Chargierten vom Einsatzleiter vorgegeben. Bei der Bereitstellung wird der Leibgurt geöffnet, alle Bänderungen ausgelegt, alle Anschlüsse kontrolliert, sowie die Mitteldruckleitung und der Lungenautomat von der Maske geprüft. Beim Lungenautomat ist speziell darauf zu achten, dass die Position der Luftdusche korrekt eingestellt ist und der Überdruck ausgeschaltet ist. Anschließend wird die Flasche komplett geöffnet. Beim Öffnen der Flasche ist speziell darauf zu achten, dass die Warnvorrichtung ertönt. Nach dem Öffnen der Flasche wird der Druck geprüft. Liegt der Flaschendruck unter 270 Bar, muss es im Chargierten gemeldet werden. Anschließend wird das Atemschutzgerät auf den Rücken genommen, der Leibgurt geschlossen und alle Bänderungen angezogen. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass der Halskragen der Brandschutzjacke sitzt und super geschlossen ist. Anschließend wird das Gummiband von der Maske um den Hals gehängt. Wichtig ist, dass das Gummiband auch wirklich außerhalb der Brandschutzjacke beim Kragen aufliegt, nicht dass es durch die Erhitzung des Gummis auf dem Hals zu Verbrennungen führen kann. Neben dem Atemschutzgerät rüstet sich der Trupp bei der Bereitstellung immer mit einem Funkgerät für Kommunikation und zusätzlich je nach Auftrag mit dem für einen Einsatz benötigten Material aus. Für einen Auftrag absuchen, retten, rüstet sich der Trupp mit einer Wärmebildkamera, situationsbezogen mit Suchstöcken sowie mit einem Tragtuch und einem Fluchtgerät aus. Die Rückwegsicherung muss jederzeit gewährleistet werden können. Die Wahl der am besten geeigneten Rückwegsicherung unterliegt dem Chargierten. Die Sicherung vom Rückweg kann mit einer Führungsleine, auf Sicht oder bei einem Löschangriff auch mit einer Druckleitung erfolgen. Dabei muss die Dynamik des Ereignisses jederzeit im Auge behalten werden. Die Sicherung innerhalb eines Trupps kann mit einem Truppverbindungsseil, mit einem sogenannten Jojo, sichergestellt werden. Nun ist der Trupp bereit für einen Auftrag und korrekt ausgerüstet. Bevor ein Atemschutztrupp in Einsatz darf, muss die Truppüberwachung sichergestellt werden. Für das geht sich der Chargierte zum Truppüberwacher mit allen Drücken sowie mit dem Auftrag melden. Melde Trupp Aare. Aare Druck 310. Dünnere Druck 300. Führungsleine rot. Funkkanal 4. Auftrag retten. In der ersten Phase werden nur die wesentlichen Punkte aufgeschrieben. Alles Weitere folgt später während dem Einsatz. Nachdem die Truppüberwachung sichergestellt ist, rüstet sich der Trupp mit dem bereitgestellten Material aus und macht sich parat für einen Einsatz. In diesem Fall rüstet sich der Gruppenführer mit dem Jojo, mit dem Funkgerät sowie mit der Wärmebildkamera aus. Das Funkgerät wird eingeschaltet und der korrekte Kanal eingestellt.
Damit während dem Ausrüsten die Wärmebildkamera nicht im Zeug umschlägt, empfiehlt es sich, die Wärmebildkamera als letztes auszurüsten. Das Fluchtgerät wird in einem Druckmitglied hinten über die Flasche gehängt. Währenddessen hat der Soldat Zeit gehabt, die Führungsleine bereit zu machen und die an einem nicht beweglichen Objekt zu befestigen. Wir sehen gut, wie nochmal geprüft wird, dass die Führungsleine festhält und sich auf keinen Fall löst. Ob die Druckverbindung mit einem Druckverbindungsseil oder auf Sicht sichergestellt wird, muss je nach Situation beurteilt werden. Bei der Ausführung einer Rettung kann das Druckverbindungsseil in Weg kommen. Mit dem Befehl Einsatz gibt der Gruppenführer seinem Trupp Signal, dass die Masken angelegt werden, die Dichtigkeit der Maske geprüft wird und anschließend gegenseitige Kontrollen durchgeführt wird. Bei der gegenseitigen Kontrolle wird unter anderem darauf geachtet, dass die Bänderungen der Maske nicht verdreht sind, sodass, wenn anschließend der Helm angezogen wird, keine Druckstellen entstehen. Zur Sicherstellung der Verbindung vor dem Einsatzbeginn erfolgt eine Verbindungskontrolle vom Gruppenführer zum Einsatzleiter sowie vom Gruppenführer zum Truppenüberwacher. Truppenüberwacher von ARE, antworten. Truppenüberwacher, verstanden, antworten. Verstanden, Verbindungskontrolle 3, antworten. Verstanden, Verbindungskontrolle 3, antworten. Verstanden, wir gehen jetzt rein, antworten. Verstanden, wir gehen gerade rein, antworten. Richtig, Schluss. Der Truppenüberwacher notiert die Startzeit vom Einsatz und hat anschliessend Zeit, die restlichen Daten im Protokoll einzutragen. Nach dem Einsatz meldet sich der Gruppenführer umgehend beim Einsatzleiter sowie beim Truppenüberwacher zurück und gibt Trupps von seinen Trupps bekannt. Truppenüberwacher meldet Trupp ARE zurück. Tiefster Druck 240 bar. Anschließend werden die Flaschen noch entlastet.